Halloalli und herzlich willkommen. Heute werde ich einen ganz schnellen und sehr leckeren Rohkostsalat machen. Es gibt heute Kohlrabi-Möhrensalat mit ein wenig Orangensaft und etwas Sesam obenauf. Ich mache das heute nur als Beilagenportion. Da brauche ich auch nur eine kleine Kohlrabi, zwei Möhren. Dann brauche ich den Saft von einer halben Orange. Natürlich Essig und Öl. Ich nehme hier einen ganz milden Essig und Rapsöl. Man kann aber auch irgendwie ein Walnussöl könnte man auch noch nehmen. Oder einfach auch ein Olivenöl. Etwas Pfeffer und etwas Salz. Dann habe ich hier die Sesam. Die sind mit Schale diesmal. Die habe ich trotzdem so ein bisschen angeröstet. Ein Esslöffel Zucker und noch etwas Petersilie. Als erstes schäle ich mir dann natürlich die Möhre. Dann nehme ich wieder meinen kleinen Sparschäler. Dann schneide ich mir von der Kohlrabi wieder so ein bisschen den Deckel hier unten ab. Und von oben schneide ich auch so ein bisschen ab. Und dann wird geschält. Dann schneide ich mir die Kohlrabi in zwei Stücken. Dann kommt die Orange dran. Das ist hier eine Bio-Orange. Da brauche ich ja nicht ganz die Hälfte von. Und das stelle ich mir dann erstmal beiseite. Hier werde ich mir gleich noch eine Scheibe runterschneiden. Kernchen raus. Die nehme ich nachher nochmal für die Deko. Und als letztes mache ich mir dann noch die Petersilie klein. Dann nehme ich mir immer noch so zwei, drei Stückchen raus, die ich dann nachher auch noch als Deko verwenden will. So. Und dann kann geraspelt werden. Ich raspel das heute hier ganz grob. Da gebe ich dann gleich den Orangensaft damit zu. Und den Zucker. Und dann einmal gut durchheben. Und dann geht's weiter mit der Kohlrabi. So, die ist auch fertig. Dann gebe ich jetzt noch vom Rapsöl einen guten Löffel dazu. Ja, wie gesagt, da kann man auch andere Öle verwenden. Das ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Ja, und wenn man mag und es gerne etwas säuerlicher hat, dann kann jetzt auch noch ein bisschen vom Essig dazu. Ja, das reicht auch schon. Das war jetzt ungefähr ein halber Löffel. Und dann alles einmal gut durchmengen. Dann kann die Petersilie damit bei. Und ja, gut die Hälfte vom Sesam. Und nochmal schön durchheben. Ich lasse das jetzt nochmal so eine Viertelstunde ziehen und dann kann ich es auch anrichten. Nach dem Ziehen rühre ich dann noch einmal gut durch und dann kann auch angerichtet werden. Ich habe mir hier schon mal die Scheibe Apfelsine auf dem Tellerchen gelegt. Ja, ich habe heute doch noch einen Gast bekommen, der nicht so gerne Fleisch mag und wir haben ja heute Hähnchensteaks auf dem Grill. Das sollte eigentlich eine Beilage sein, aber gut, dann wird die ein bisschen kleiner und der eine Gast, der das nicht so sehr mag, der bekommt halt den Rohkostsalat. Das ist sicherlich auch keine Strafe. Also ich esse den auch ganz gerne mal einfach so. Da muss man nicht unbedingt was Großartiges dazu haben. So. Mal sehen, ob das so rausgeht. Ja, so soll es sein. Brauche ich den Stempel nicht. Vom Sesam noch dabei. Noch mal oben rüber ruhig. Ja, dann kann man reichlich nehmen. Das passt super gut dazu. Und dann noch ein bisschen Petersilie. So. Ja, so werde ich das jetzt an den Tisch bringen. Mein Gast freut sich schon. Ich hoffe, es wird ihm schmecken. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachkochen und einen guten Appetit. Bis bald. Tschüss.